So, einen wunderschönen guten Tag. Die Let's Play Forum Nintendo Challenge läuft an oder ist im Gange. Und die erste Runde ist Super Ghouls and Ghosts oder Ghosts and Ghouls, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, Ghouls and Ghosts war das Richtige. Und ich bin nicht alleine. Ich habe Master Los dabei. Richtig. Und Ghouls and Ghosts machen mich gut. Jetzt wollen wir mal schauen. Die erste Aufnahme vorhin lief eigentlich recht gut zu Anfang. Wurde dann aber leider etwas traurig. Und schauen wir mal, was der Neuversuch jetzt so mit sich bringt. Schade, nicht wie gehabt der Dolch drin. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, aber naja, da siehst du, hast du mal eine schöne Rüstung. Ja, immerhin, ne? Mal gucken, wie lange er überleben wird. Ja, ich ahne. Also, das erste Level wird ich werde ich hoffentlich wahrscheinlich ohne große Probleme schaffen. Echt? Ja, behaupte ich Mann, mal. ich dachte, du schaffst nicht mal das Erste. Na doch. Ich habe es zwar vorhin Meine geschafft in der Rüstung. ersten Aufnahme, dass ich meine Rüstung des Öfteren mal verloren habe, aber das war auch nicht So. tragisch. Genau so. Fuck you! So ist das. Kann halt nicht alles haben im Leben. Nee, 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 nee. Aber trotzdem, ich hab's gut bewältigt und geschafft. Und irgendwo hier gab's eine Truhe. Ich glaube, die kommt, wenn ich jetzt rübergehe. Oder auch nicht. Doch. Rüstung, Rüstung, Rüstung? Ja, die kommt gleich. War mal jemand? Einen kleinen Moment. Ich hab einen Zombie. Ich hab einen. So. Da geht's weiter. Kleine Unterbrechung. Böse. Böse, böse, böse. So, ich hab den ersten Abschnitt geschafft. Jetzt kommt das scheiß Wasserzeug. Wobei das auch noch nicht so schwer ist. Es gibt auch noch alles. Findest du, ja? Ja, das ist noch nicht allzu schwer. Lalalala. Scheiß Muschel. Und hops. Und hops. Es kommt noch eine Muschel. Fast getroffen. Mensch, kann er nicht besser zielen? Bin Nein. enttäuscht. Ich bin Oh. zufrieden damit, so wie es ist. Ich möchte die Was Kiste ist das holen. denn? Da wohl drin. So. Die Gegner sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Nein. So, der zweite Abschnitt ist auch geschafft. Oh mein Gott. So gut wie vorhin auch. Ich bin ja begeistert von dir. Obwohl doch, ich bin einmal gestorben. Und zwar bin ich auf diesen Wagen gesprungen, aus Versehen. Oh. Wie ich gesehen habe, hast du schon ganz fleißig den neuen Pokémon-Part hochgeladen. Jetzt hättest du das mal nicht gesagt. Ey. Jetzt hast du dich so erschrocken, dass du gerade deine Rüstung verloren hast. Oh, da hatte seine Oh, knapp. erste Rüssi wieder. Oh, knapp. Ja, habe ich wohl. Ich muss dann auch mal wieder stoppen. Okay, wird mal wieder Zeit. Wird mal wieder Zeit, ja. Okay. Konnte er ausgewichen ist. Und da war eine Kiste und jetzt verliert er alles. Nein! Ja. Epic Fail. Ja, das kommt davon, wenn du nicht auf mich hörst. Ich hab dich gewarnt. Wovor? Dass du alles verlieren wirst. Ja. Aber ich bin ja an dem Abschnitt. Das geht ja noch. Na gut. Das nicht schneller? Mann, ey. Geht das nicht schneller? Ich glaub's nicht. Ich glaub, es hackt so. Ich hoffe mal, ich reiß hier was. In der Challenge. Und ist da wieder ein Gegner drinne? Nein. Solange ich. Pfeil und Bogen. Solange ich keine andere Rüstung habe, ist Pfeil und Bogen perfekt. Ja. Schauen wir mal, wie du dich schlagen wirst, ne? Oh, er hat dazugelernt. Na toll, Oh. und ich krieg auch noch diese Scheiße.
Jetzt ärgere ich mich, dass ich Pfeil und Bogen habe, weil den mag ich überhaupt nicht. Ja, warum hast du dann Pfeil und Bogen genommen? Wenn ich die normale Rüstung habe, sehr gut ist. Ja, warum hast du dann die zweite Rüstung genommen? Hm? Nein! Siehst du? Das hast du jetzt davon. Jetzt ist wieder alles gut. So, Endboss. Was ist Endboss? Erster Boss. Oh, sehr schön. Das ist auch eine Rüssi. Doch, der ist doch nicht schwer. Ja, das werden wir ja sehen, wie du dich schlagen kannst. Ich hab den vorhin ohne weiteres geschafft. Dazu muss ich sagen, ich hatte mein Dolch. Oh, diese Eier. Ei, was sehe ich denn da? Oh, der war doch süß. Wann hast du den getötet? Der war süß? Der war süß. Am Arsch war der süß. Oh Mann. Stirb doch endlich! Nein, das war nicht knapp. Das war gewusst. Skills. Hey, ich hab ein Leben gekriegt. So, es wurde abgemacht, dass wir an jedem Level Anfang ein Safe State setzen, damit wir nicht immer alles von vorne spielen müssen. Also, das ist aber lieb. Schön getan. Truhe, bitte, was ist ein Dolch? Und da ist ein... Manze. Ja. Was? Keine Manze? La. Die Geister sind auch nicht so schlimm. Das werden wir ja gleich sehen. Oh, die Waffe ist so scheiße. Ist er auch. Weißt du warum? Nein, sobald weiß deine, ich nicht. Sobald du deinen Schuss abgegeben hast und nicht alle drei Feinde verschwunden sind, kannst du mich neu schießen. Oh, dann hättest du mal die Lanze genommen. Wusste ich ja nicht, dass ich so schnell eine Rüstung kriege. Oh. Und da ist bestimmt eine Falle drin. Ach was. Wenn du es mir nicht gesagt hättest, wäre ich nicht drauf gekommen. Oh, nein. Wie immer, ehrlich. Naja. Ich ohne Rüstung unterwegs. Hey. Dafür gefällt dir die Waffe jetzt wieder besser. Ja. Komm's. Und nächster Geist kommt. Geisterjäger. Dann wollen wir mal Rede. Guck mal, der bringt dir sogar was Nettes mit. Eine Axt. Die Axt ist der größte Rotz. Du bist auch mit gar nichts zufrieden, ne? Nein. Außer mit dem Dolch. Gib mir den Dolch, dann bin ich zufrieden. Oh, und jetzt kommt die Stelle, wo ich vorhin so übel gefailt habe, dass ich immer wieder von vorne machen konnte. So, mal gucken, wer sich anstellt. Ein Strudel. Einmal ja, rein, bitte. Das ist so eine schlimme Stelle im Spiel. Und Niu. Irgendwo gleich kommt schon der erste Fischli. Siehst du, was sag ich? Der erste Fischi! Die erste Spur! Nein! Das kommt einfach, wenn du so nah an der Kiste gehst, an der Schatztruhe. Ja. Ja, selbst schuld. Vor allem im Scrolling-Level dann auch noch. Gott, die Axt ist genauso scheiße. Ich könnte so oft schießen. Aber nein, eins. Aber no, bitte, please. No, bitte, please. 9 Minuten Aufnahme bis dort. Das geht noch, das geht. Das geht, ne? Na gut. Was noch? Oh, Gewitterwolken ziehen auf. Oh mein Gott. Fischi. Was sagen die Let's Races von uns eigentlich? Das nächste jetzt Kirby oder? Worauf hast du Lust? Ist die Sichel besser? Oh, scheiße, ich weiß nicht, ob die Sichel besser ist. Und jetzt. Oh, die ist so scheiße. Und die Kiss. Und Fail. Fail. Das nenne ich Fail. Allerdings. Egal, ich kann noch ein Treffer passieren. Ja, gucken wir mal, ne? Was wir als nächstes jetzt racen. Und gestorben, war ja klar. Mann, der Typ kann auch gar nichts. Dieses Spiel ist die Hölle ohne Safe States, ehrlich.
den auch noch mit so einem gottigen Waffen. Wenn der Herr sich mal besser anstellen würde, ja, dann wäre er schon längst weitergekommen. Aber nein. Ja. Jetzt schieb mir die Schuhe, Schulden in die Schuhe. Mach ich auch. Hörst du doch. Das Spiel ist einfach unfair. Das Spiel ist unfair. Du hast einfach nichts drauf. Mach ich. Merkst du es nicht? Oh, cool, guck mal. Ich kann auswerfen. Und jetzt fällt. Nein, knapp vorbei. Angeber. Hast du den Fisch noch getroffen? Oh, Alter, guck dir das an. Und jetzt? Ich staune den Meister. Na, endlich. Einigermaßen. Einigermaßen. Gleich heute okay. Wieder genügend. Die falsche Hälfte. Bettner kriegt die Kiste, ne? Na gut, er hat die Kiste bekommen, aber nicht die Rüstung. Jetzt mal die Axt genommen. Beziehungsweise bei der Gebiebe, dann hättest du auch die verbesserte Rüstung bekommen. Aber nein. Egal. Jetzt kapiert er. Seht her. Ach, Schwein gehabt. Und sonst geht auch deine aktuellen Projekte. Um mal ein bisschen Werbung zu machen für dich. Läuft. Dann gibt's den nächsten Metroid Fusion Part. Wahrscheinlich morgen. Oh, der heilige Dolch ist da. Und gleich verliert er ihn. Nein, den Dolch verliere ich nicht. Ich verliere vielleicht Leben, aber ich bin nicht der Dolch. Auch nicht, wenn du gleich Game Over bist? Oh. Da sprichst du einen guten Punkt an. Ja. Oh, das war knapp. Das war gekonnt. Das war knapp. Das war gekonnt. Oh, da kommt was. Da kommt was. Immer näher. Immer näher. Und Fischi tot. Aktuell bist du beim Part 2 beim Metroid, ne? Ja, das ist richtig. Oh, muss ich mir noch angucken. Kann ich dir noch nicht gucken. Achso, hast du noch nicht geguckt? Oh. Aber da du ein Ticken schneller warst als ich, wirst du wahrscheinlich schon den ersten Boss definitiv haben und vielleicht sogar den zweiten. Lass dich überraschen. Nein! Scheiße! Hä? Hä? Ich hab die Lanze. Achso, ich hatte doch recht. Echt besser mit uns. Müsst du mal recht haben, um auch nicht zu haben, ehrlich. Hihihi. Wir machen das mit Dreckkick. Oh, ich hab ein Fischchen gekriegt. Wo bleibt der Boss? Der besucht dich gleich, wart mal ab. Ich glaube, du müsstest wegkommen, ne? Ja, das sieht alles danach aus. Schade, ich wollte noch ein Leben geschafft haben. Fehlt nur noch 2500 Punkte. Uiui, der Boss, der. Was konnte der denn nochmal? Ich musste den. Was konnte der Boss? Oh, frag mich nicht. Du darfst es mir ja nicht sagen, also. Ich würde dir so oder so nicht sagen, weil ich das Spiel vor zigtausend Jahren zuletzt gespielt habe. Ja, aber ich meine, rein theoretisch, wenn du es wüsstest, doch, das ist mir nicht sagen. Ja, ich sag ja schon nichts. Oh. Der schießt gleich Laser und so. Pass auf, gleich kommt der Todesstern und jo. Der Todesstern zerberstet den ja, oder was? Nein, der zerberstet dich, die ganze Welt und hast nicht gesehen. Oh, hör auf, mir so nahe zu kommen. Weiß ich nicht. Nein! Da hat seine Rüstung verloren. Kaum gibt dich geschlagen, der Boss ist stärker. Und, das war. Yes. Oh, er hat ihn.
Yes. Und jetzt kommt ein Pixelfehler und bam, tot. Aber auf. Mach keinen Mist. Viertelstunde. Zweites Level durch. Aber jetzt wird's ja erst richtig schwer. Das ist ja das Problem. Oh, ich dachte, echt? Bei 40.000 Punkten krieg ich ein Leben. War wohl nichts. War wohl nichts. Ja, aber echt, es wird jetzt erst schwer. Ah, ich hab nicht mit dem Dolch wieder. Das ist schon mal etwas Positives. Eine Kiste. Mal gucken, wie lange das anhält. Eins, zwei, ja, zähl die Sekunden. Drei, vier. Das wird viel länger dauern als Sekunden. Meinst du? Ja, bin ich mir ganz sicher. Guck an, wie immer der Dolch ist. Ups. 15 Sekunden. Ja, Schnauze. Oh. Halt die Schnauze. Ich schwätze mir auch gar nichts, ne? Boah, das war knapp. Genau, Spitzfeuer, genau, ich hab's geahnt. Ich habe ja, es warum, geahnt. Warum gehst du auch runter, wenn der zu dir kommt, anstatt Game Over? Ja toll, was soll ich denn sonst machen? Soll ich warten, bis es irgendwann weitergeht, oder wie? Na ja. Egal, ich hab ja noch nicht viel vom Level gehabt. Das ist das Positive. Und guck mal, ich hab mein Dolch noch. Ich bin happy. I'm so happy. Nimm die Axt. Nein, bestimmt nicht. Nimm die Axt. Bestimmt nicht, sowas gar nicht, das nehme ich nicht. Warum nicht? Ist so schön. Nein, ist es nicht. Oh, warum fliegt der schon hoch? Weil er hochfliegt. Der macht mir das Leben schwer. Der hat einfach deine Taktik durchschaut. Ach nee, bei dem muss ich mich noch nicht beeilen. Ja, mal gucken, ob er gleich wieder fällt. Oh Mann, das war knapp. Jetzt wird's interessant gleich da unten. Dann warte. Okay. No. Ich weiß dich. Ah, komm runter. Ey, der rennt schon zur Treppe, was ist denn das? Ja, der kennt halt den Weg. Der hat die Komplettlösung gelesen. Der weiß, wie der Gegner agiert. Bestimmt. Ja, spring ins Feuer, komm! Ach Mann. Ich würde gerne, dass der hier rüberkommt. Meine Chance. Verdammt. Dann hauen wir mal rein hier. Die falsche Komplettlösung gekauft, der Noob, ey. Kacknoob. Ach. Oh. Nein. Na, wie geht das jetzt hier weiter? Scheiße. Fail. Und Fail. Komm, und ja. Jetzt wird's. Ich sag ja, jetzt wird's höllisch schwer. Wortwörtlich. Ach, gib doch einfach auf, wo gut ist. Nein. Aufgeben ist nicht. Aufgeben ist nicht. Nein. Ey, das ist so. Ich weiß nicht, wie Ninja Gaiden ist. Und ich weiß auch nicht, was für ein Mega-Metall wir spielen. Aber mit Glück ist das hier gerade das leichteste Spiel, was wir in der Challenge haben. Dementsprechend gebe ich noch nicht jetzt schon auf. Also wenn Mega Man X kommt, dann... Dann wird's leicht. Dann wird's total easy. Vielleicht spielen wir auch was ganz Oldschool-Mega Man-mäßiges, so Rockman oder so. Oder... Ach so, ich dachte, es sind nur SNES-Titel. Nintendo. Ach so, allgemein, nicht. Also allgemein, aha. So. Ich weiß nicht, ob das auf NES-Basis, auf SNES-Basis bleiben wird, aber... Also könnt ihr auch quasi ein Gameboy-Spiel spielen. Offiziell heißt es nur Nintendo-Challenge. Ach so. Ja, dann kannst du natürlich auch ein Gameboy... Oh, wenn ein Gameboy-Titel kommt, das wird dann Spaß. Warum hast du den recht? Du lernst auch gar nicht dazu, ne? Ich hab keine Zeit. Du musst mich beeilen. Ja, du weißt aber nicht, wie die anderen sich schlagen. Ich meine, wartest du? Du, ein bisschen? Gehen halt ein paar Sekunden drauf, und gut ist. Oh, das war knapp. Nein! Nein!
Dupdidu. Und wieder geht's oben los. Ich meine, du kannst unten ein Safe State setzen, ne? Aber dann. Was wird es wieder? Punkte. Was wird Punkte kriegen? Na gut, ich komme nochmal auf das Thema zurück, wenn wir in einer halben Stunde immer noch hier sind. Also quasi in 10 Minuten. Dann werde ich da auch nochmal selber drüber nachdenken. Aber auch erst dann. Ja. Vorher ist das nicht erwähnenswert. Na? Ich bin gespannt. Was ich diesmal daraus gelernt habe. Nein, er macht vorher schon einen anderen Fehler. Komm! Speifeuer! Speifeuer! Du mir den gefallen! Mann! Diesmal nicht. Naja, hey, ist dir schon aufgefallen, was für eine sexy Unterhose Arthur eigentlich trägt? Ja, ist doch sexy. Grau mit roten Punkten. Naja, das war früher Mode. Ich glaube auch. So. Oh, er kommt. Ich wollte schon sagen. Oh mein Gott. Neues Areal erreicht. Oh, und jetzt nein. Tot. Oh, wehe, ich starte nicht da. Wehe, ich fange wieder von oben. Ich glaube nicht, du startest oben. Das wäre mir neu, oder gehört das so? Wem oben das zweite? Da, die da. Der Death Counter, wie hoch ist der derzeit? Ich glaube, ich bin in der Mitte. Bitte, 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 bitte. Nein! Ich hab's ja gesagt. Nein! Glaubst du nicht, dass da schon das nächste Gebiet war? Vielleicht nach diesem Gargoyle oder was ist auch. Fail. Na guck. Eine Rüstung! Und ich glaube, ich krieg jetzt hier die zweite. Nee, da ist, glaube ich, eine Falle oder eine Waffe drin. Mal gucken. Ah. Oh Gott, hat der ein Glück. Einen Moment mal eben, ich mach mal das Mikro auf Mute. Dupdi-dupdi-du. Dann bin ich mal gespannt, wie weit er kommen wird. Verdier mal nicht verrecken in der Hölle. Muhaha. Na ja, dupdi-dup. Oh, da bin ich wieder. Da ist er wieder. Jetzt müssen wir aufhören zu lästern. Ja, ja, ja. Mit wem lästerst du denn über mich? Mit dir selbst? Nein, mit den Zuschauern. Ja, ja, ja. Die kennen dich halt. Noch nicht so gut. Naja, deshalb kann ich ja. Deswegen kannst du Storys über mich erzählen. Richtig, genau. Dies, ja, ja. Das, jenes. Dies, das, jenes. Eine Lieblingsstelle, in der er gleich jemand dich wieder verrecken wird. Ach komm, doch nicht dein Ernst. Doch, ist sein Ernst. Er geht jetzt ganz nach links. Und jetzt kann ich warten. Ey, guck mal auf den Timer. Wie gottverdammt lange das dauert, bis der wieder hier drüben ist. Puh, mein Gott. Du hast dann schon fast 10 Sekunden gewesen. Komm, spuck deine Lava und lass mich in Ruhe. So. Mal gucken, wie weit kommst du jetzt? Ich habe ja immer so schlimme Befürchtungen. Boah, das war knapp. Diese Stacheln hier an der Seite, die sind ja auch so dermaßen fies. Ach, stell dich nicht so an. Du musst auch immer richtig die Sprünge abschätzen, das ist auch so schlimm. Na? Na? Nein, ich hab noch Chris. Und jetzt. Hams. Da, komm. Toll, ist doof.
Ja. Mein Gott. Ich habe ihn erwischt. Vorher. Jetzt bin ich am neuen Gebiet aber. Jetzt ja, der Timer ist, der Timer ist neu. Punkte. Und da läufst du im Kreis herum. Dukti, dukti, dukti. Ich bin ja nicht oben, siehst du? Ach, das ging ja schon. Ich hab das länger in Erinnerung. Den Punkt hole ich nicht. Warum nicht? Nein, ich geh lieber auf Nummer sicher. Ach man, ey. Und weiter geht's. Farodin, und weiter geht's, ne? Ich wollte es nicht ansprechen. Ey, oh, das war knapp. So cool. Mit der goldenen Rüstung. Ja, und jetzt nimmt er aus. Stache! Na, wie lange hält das an? Ah, ich kann mich auch an den Boss, glaube ich, erinnern. Ich glaube, das war dieser komische Kreisel-Boss. Ja, mein Rumpf liegt dann. Da wäre der Drache natürlich jetzt perfekt. Wenn ich jetzt meine goldene Rüstung nicht verliere. Wie verlierst du? Ich bin mir da auch gleich sicher. Weil noch bevor du bei 3 Minuten ankommst, verlierst du so. Ja. In die Mitte gehe ich mit. Später ins Ziel, glaube ich, verlierst du gleich. Ui. Hey, das lief ja ganz gut soweit. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Tausend Punkte! Gott. Kommen die auch runtergesprungen. Oh mein Gott, ist das blaue oder das gelbe besser gewesen? Ach, egal, ich bin das blau. Kann ich dir so echt noch sagen? Ich nehm's blau einfach mit. Scheiße! Jetzt sag mir nicht, du hast den. Na egal, ich halt dich da raus. Halt dich da raus, genau. Ja, ich hatte recht und noch unter 3 Minuten. Beziehungsweise über 3 Minuten so. Und das ist der Boss. Ja, blöd, ne? So knapp. Der war das. Ich dachte, kein Dracula oder so. Mann, die überanstrengen dich bloß nicht. Oh Gott, ich muss jetzt ausweichen. Ja, dann weich mal aus. Nein! Das war knapp. Ja, aber echt. Was für Ausweichskills du hast. Los, verrecke doch einfach, verrecke und lass mich weiter. Ich will nicht schon wieder das Level anfangen müssen. Nein. Einmal wird er noch schießen. Mal Scheiße, komm. Ich muss drüber hüpfen. Warte. Echt? Oh, Glück gehabt. Mein Gott. Das lief ja super bis jetzt. Vielleicht musste der Boss auch. Ja. Ich hab's Level geschafft. Ich glaube es nicht. Das war jetzt Level. 2 oder 3? 3. Level 3. Nein, du bist hier. 1, 2, 3. Erste war das mit dem Friedhof und Wasser. Dann kam das mit dem Schiff und dem Floß. Achso, ja, okay, das ist 4. Bin ich jetzt in Level 4. Achso, Safe State. Ich bin gespannt, wie du dich bei diesem Level schlagen wirst. Oh, das Level ist so schlimm, ehrlich. Ich dachte, das war zwar zu jedem Level, aber das Level ist gerade echt besonders schlimm. Ey, und das nächste wird noch schlimmer. Das Eislevel, das geht wieder hoch. Finde ich. Ich finde, das hier ist, glaube ich, das Schlimmste, was von denen, die wir jetzt mitmachen und durchspielen. Und? Was hat der drin? Oh, nimm die Sichel! Nein, er nimmt. Ich nehm's lieber in Kauf, dass ich meine Rüstung verliere, als dass ich die Sichel nehme. Was gab's denn hier noch für einen Boss? Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr. Wenn ich ihn sehe, sag ich dir Bescheid. Oh.
Und einmal drehen, bitte. Und wieder nach links. Hättest du dich eigentlich nicht gefreut, wenn du jetzt hier hättest die Challenge machen können? Nö. Fail. So schön, super Ghost. Super gut zum Ghost spielen. Ach, nö, du machst das schon ganz gut. Ja, ne? Ey, komm, eine halbe Stunde bis jetzt, das geht. Das ist eigentlich, finde ich, noch relativ respektabel. Ohne Save States. Ja. Lalalalala. Nein, zu weit. Fuck. Egal, ich krieg bestimmt gleich noch eine Rüstung. Eventuell. Kroketen. Mich auch. Eventuell Kroketen. So. Ich habe aber gut Leben noch, muss ich sagen. Hätte ich ja nicht gerechnet. Da kannst du nicht meckern, da hast du recht. Na gut, ich bin schon zweimal Game Over gegangen, aber... Ich krieg, glaube ich, noch Bonus. Punkte. Mein Gott. Und jetzt so in den Gegner rein. Das läuft. Das werden wir ja gleich sehen, wie das läuft. Eventuell. Lalalalalala. Ich sag, bei 2,50 verlierst du deine Rüstung. Ey, wie du schon drauf wettest, wann ich meine Rüstung verliere. Das ist knallhart von dir, weißt du das? Du musst mir was Besseres beweisen. Ich hab den ersten Abschnitt geschafft. Mein Glückwunsch. Oh mein Gott. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Gewohnheit und Reflexen eine Safe-State-Taste benutze. Ja, hättest doch die Tasten einfach wegnehmen können und dann irgendeine F1-Taste oder hast nicht gesehen machen können. Ja. Am Controller neigt man ja dazu, schnell die eine Taste zu drücken, die man sonst auch immer hat. Ja, eben. Deswegen halte ich jetzt gerade schön L1 und R1. Fail. Hätt's mal gesafe-stated, ne? Wieso? Ich bin doch jetzt in dem Abschnitt. Ja gut, aber trotzdem. Außerdem habe ich mein Dolch. Nichts geht über mein Dolch. Da. Ey, dieses Spiel ist echt die Hölle. Weißt du, worauf ich mich am meisten feuer? Nein, noch nicht. What the fuck? Ich konnte mich nicht mehr bewegen, als ich auf der anderen Plattform war. Ich meine, gut, ich habe ja auch nichts mehr genutzt, also von daher. So viel zu meinem Leben, meinem guten Leben, also. Ja, so schnell kann man sie verlieren. Parodius wird toll. Glaube ich dir, ich hab's ja selber angespielt. Wie gesagt, einfach nur mal um zu testen, wie das Spiel überhaupt so ist und was da erwähnenswert ist, habe ich ja schon mal den Singleplayer angespielt. Der wird wahrscheinlich genau dasselbe sein wie der Koop-Modus dann. Denke ich mir auch, nur dass man da halt dann zur Zeit rumfliegt. Richtig. Und nach einer Dreiviertelstunde mit Rewind-Taste und so bin ich immer noch nicht durch gewesen. Also, und es ist so höllisch schwer später. Ein wenig, ja. Ich häng bei einem Bosskampf fest und ich glaube, da komme ich nicht weiter. Bei was für ein Bosskampf? Das sind so eine Art Schirme als Gegner. Schirme? Ja. Wie lange hast du ungefähr gespielt? Das kann ich dir jetzt so nicht sagen.
ob ich bestimmt flatter war als du. Aber denke ich mal, ich habe bestimmt eine halbe Stunde gespielt oder so. Schirme? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich bei Schirmen war. Also halt Gegner, die dich die ganze Zeit umkreisen. Und die deine Bewegungen nachmachen. Wenn du hochgehst, dann gehen die auch mit hoch quasi. Warst du schon bei der Frau, wo du unter den Beinen immer durchfliegen musstest und so? Ja. Das war ein Spaß. Das war gut, gell? Oh, der dreiköpfige Drache. Oh, damn, I'm good. Jetzt will das aber wissen, ey. Oh, ich bin so stolz auf mich gerade. Level 5. Ice Level. So, Safe State gesetzt. Los geht's. Mögen gespannt sein. Also wie gesagt, ich behaupte, das Ice Level war leichter als das Level vorher. Das werden wir ja gleich sehen, wie oft du sterben wirst. Ich hoffe nicht so oft. Ah, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Am Anfang hattest du den Safe State eigentlich gemacht, das habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ja, hatte ich eben. Achso, hatte ich doch, okay. Aber ich habe auch noch, glaube ich, 5 Continues oder so, also. Na gut, das ist ja nicht die Welt. Ei, 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 ei. Und. Ja. Okay. Fail. Game over. Ja, aber ich brauche ja nicht mehr so lange. Es ist ja, ja nur noch das Level. Ich bin gerade überlegen. Was war denn der Boss in dem Level? Jetzt will ich schon wieder überlegen. Ich kann es dir genauso gerade sagen wie beim vorherigen Level. Wenn du ihn siehst, dann sagst du es mir. Haha. Den weiß ich doch selber. Na, komm, hier ist. Ah, ja, eine Truhe. Na, nimm sie. Nimm sie. Mein Mann. Die Axt ist wohl die unsympathischste Waffe, die ich kenne. Neben der Sichel. Und der Lanze. Aber vielleicht ist auf der Axt 10 Ausdauer drauf und so. Bestimmt. Da darf ich dreimal getroffen werden, wenn ich die Axt habe. Richtig, genau. So. Das war es gerade. Na, ob du die jetzt schaffst, ohne getroffen zu werden. Und ganz nach unten. Ja. Das war ja irgendwie klar, ne? Ich sollte die Fresse nicht so weit aufreißen. Das Level ist so leicht und so. Ja, ja. Dann beschneide ich mich damit immer selber ins Fleisch. Das wäre natürlich jetzt vorteilhaft, weil ich von unten schießen könnte. Nimm mich mit. Ich werde mich ärgern im Nachhinein, aber ich nehm's mit. Oh mein Gott, er hat die Waffe gewechselt. Aber? Aus sicherer Entfernung kann ich schießen. Hm. Ob dir das was bringen wird, das werden wir gleich sehen. Bestimmt. Hübs. Und, ups, nein, oh. Gott. Oh, er ist vorsichtiger geworden. Ja, ich will dies. War nur hier und gleich bam, tot. Ich will nicht mehr so viel Zeit vergeuden. 39 Minuten Aufnahme. Das ist eine Top-Zeit, finde ich. Denke ich mal auch. Und die werde ich auch abgeben. Bis dato. Also, außer ich fail jetzt nochmal gewaltig, aber. So, ne, kommt ganze Stunde oder so. Oh, das, mal gucken. Da muss man hier jetzt ziemlich aufpassen. Vorsicht! Geister! Na, ob der was Hübsches für dich hat? Nein. Kommt schon.
Oh cool. Ich hatte gerade Slow-Mo und Emo. Und? Auch wieder nur Punkte. Also jetzt würde ich auch wieder auf den Dolch wechseln, wenn es fallen sollte. Ich glaube nicht, dass du so viel Glück haben wirst. Oh. Beste Waffe. In dem Fall ist es echt eine Top-Waffe. Nimm die Sichel. Bestimmt nicht. Nimm die Sichel. So, jetzt komme ich an den Punkt, wo die Lawinen kommen, glaube ich. Aber es ist ein neuer Bereich, das ist gut. Stimmt, Lawinen, da war ja was. Ja. Ich habe mir extra durchgeschaut, die Tage. Oh, hast dich bestimmt vorbereitet, ja? What the fuck? Ja, so viel zum Thema, hast dich bestimmt vorbereitet. Ach, was muss ich nach oben? Da vorne geht's doch nicht los mit dem Lawinen. So. Und da geht's los. Ja, Lawine. Lawine! Ich habe einen Speedrun angeguckt, der ist einer allen Ernstes über Lawinen rübergesprungen. Wie auch immer der das gemacht hat. Klasse. Ja. Egal. Ich lieg super gut in der Zeit. Alles unter 50 Minuten oder... Oh doch, unter 50 Minuten ist noch okay. Ist noch okay? Ja. Wäre natürlich schön, wenn ich sogar unter 45 Minuten schaffe, aber... Wolltest du nicht gucken, was in der Truhe war? War da eine Truhe? Ja. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Gut, ja, links ist eine Truhe. Dass ich nett war. Lina! So, ich ändere die Titel mal auf Let's Race Blind. Weil blind bin ich ja wirklich scheinbar. So. Er macht den Fehler schon wieder. Egal. Läuft alles noch. Noch läuft's. Und weg ist er. Hä, wo bin ich? Nein, da ist er ja noch. Arthur in seinen geilen Unterhosen. Ja, wird sind bestimmt Herzchen. Stimmt. Bestimmt. Marina! Oh mein Gott. Skills. Wenn das mal nicht knapp war. Skills. Ha? Skills. Mehr sag ich nicht. Skills. Ich glaube, ich komme gleich zum Boss. Glaube ich auch. Ja doch, sieht glaube ich schon so danach sieht aus. Hm, das ohne Rüstung. Ach Gott. Ja, gut. Na, mal gucken. Na, Pfeil und Bogen ist das auch nicht schlecht, wa? Eingefroren! Na, das macht ja, glaube ich, nichts. Level 5 ist durch. Hey, in unter 45 Minuten. Die Aufnahme geht 44 Minuten gerade. Ja, nicht schlecht. Meine Güte. Aber wie gut die Zeit wirklich ist, das werdet ihr sehen, wenn das Licht angeht. Nein. Ich glaub's nicht. So, ich setze ein Safe State und ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Mal gucken, was die anderen machen. Ich zähle gleich nochmal die Punkte, die Death, und dann werde ich sehen, wie viele Bonuspunkte ich schon habe. Ja. Falls ich überhaupt welche habe, ich bezweifle das, aber was soll's. Je nachdem. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye.